bei einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule auf einer Seite, wir nehmen jetzt die rechte Seite, möchte ich hier den Platz zwischen den Wirbeln für die Bandscheibe etwas öffnen. Wenn ich eine Rotation zur selben Seite mache, öffne ich hier den Raum zwischen den Wirbeln. Wenn ich dagegen die Gegenrotation mache, schließen die Räume zwischen den Wirbeln wieder. Das heißt, ich möchte vor allem bei einem rechtzeitigen Bandscheibenvorfall eine Rotation nach links ausführen. Bei der nächsten Übung geht es darum, diese Rotation in der Halswirbelsäule auszuführen. Zuerst einmal strecke ich mich nach hinten oben, eine Autoelongation im Nacken und dann kommt die kleine Rotation nach links mit dem Kopf. Ich versuche in der Bewegung die Aufrichtung aufrecht zu erhalten und drehe langsam nach links und komme wieder zurück in die Mitte. Durch das Drehen haben wir gesehen, im Modell wird der Platz zwischen den Wirbeln etwas größer auf der rechten Seite und so kann ich auch bei einem Bandscheibenvorfall etwas Platz schaffen.